Servus, grüß euch. Heute eine weitere Folge vom Wiener Stadion-Vlog. Alle wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass jetzt eine kommt, aber wir haben euch angesagt, dass wir unter anderem auch die kleinen oder kleineren Vereine in Wien heranziehen wollen und euch da ein bisschen einen Einblick geben wollen. Und heute ist es soweit, weil es halt auch die Länderspielpause zulässt, haben wir gesagt, wir gehen halt zum Sportclub. Super. Und vor allem, der Sportclub baut ja jetzt ein Stadion aus, beziehungsweise bekommt ein neues Stadion. Das heißt, der Platz wird jetzt 2 Jahre gesperrt. Nähere Infos werden wir sicher von den Sportclub-Leuten kriegen nachher. Und ja, ich lade euch einfach ein, die heutige Folge zu teilen. Amir ist am Sprung, ist am Weg, kommt schon. Natürlich haben wir auch einen kulinarischen Tipp für euch heute vorgesehen. Haben wir empfohlen gekriegt auch von der Partie, mit der wir uns treffen jetzt. Zeigt es euch mal. Sieht man Wein- und Bierhaus Brandstätter. Dürften sich die Leute auch vor dem Match treffen. Und ja, gehen wir einfach mal rein, schauen wir, was da auf der Karte gibt. Und sehen uns dann gleich wieder. So, das Essen ist schon da, liebe Leute, wie ihr seht. Kalbschnitzel, wie es gehört, Wiener Küche. Gehen wir mal auf die Karte kurz. Lohnt sich auf jeden Fall am ersten Blick. Ich beiß jetzt mal rein. Servus, schaut, wer da ist. Ja, wir sind jetzt schon da. Wir sind bei so einem Sportclubplatz. Und treffen uns jetzt noch kurz davor mit dem Basti, das ist der Archivar vom Sportclub. Halt, ne? Schau, schauen wir da mal rein, oder? Schau, das ist der Sportclubplatz. Die Tribüne hat er gemeint, die ist abgerissen worden, wo 1000 Leute auf einer Dings gestanden sind. Ne? Ah, okay. Heute zum ersten Mal Sportclubplatz, oder? Ja. Du hast schon gespielt, das Kind. Du hast dich nur gefühlt, wenn du so ein 6-Jähriger Tor geschossen hast, wenn die dort gespielt haben, weißt du? Du bist gleich gerannt, hast geglaubt, du bist, weiß ich nicht wer. Aber gut. Ja, aber heute schauen wir sich Sportclub gegen, also Wiener Sportclub gegen Austria Amateure an. Austria hat 16 Spieler fürs Nationalteam abgestellt. Also die Young Violets, das bedeutet, schauen Sie auf den Sportclub. Stehen gut. Stehen heute wirklich gut. Und deshalb Länderspielpause, wir mussten hergehen einfach, oder? Sicher. Sind wir in die Sportclub-Katakomben gerade, in die Schiri-Kabine, da hinten haben wir die Spieler-Kabine und da geht es euch schon raus zum Platz, wie man sieht. So, wir sind jetzt schon auf der Ecke von der Friedhof-Tribüne, wie man sieht. Dach gibt es keins mehr beim Sportclub, die ist schon abgerissen worden. Aber man sieht die Holzbänke da schon ganz gut. Da war einmal bei einem Spiel, Rapid gegen Karabach. Meine damalige Freundin, die zwar Schiefer im Hintern gehabt hast, aber... Wie geht's dir jetzt? Ja, ich glaube, sie hat es überstanden. Was sagst du, bist du motiviert? Stopp motiviert. Ja, aber was sagst du zu dieser Tribüne, wenn man die mal anschaut? Welche? Die da vorne? Diese blaue, oder? Ja, was ist? Ja, aber da ist ja heute niemand. Warum? Ja. Heute gegen... Die Young Violets Fans stehen am Eck. Scheinbar haben sie die Tribüne gar nicht aufgemacht. Ja? Brauchen sie weniger Ordner. Ja, die Heimfans sind weniger als die Auswärtsfans von den Plätzen, oder wie? Kommt einem so vor, gell? Ja, was heißt, kommt einem so vor? Da ja, brauchst du nur Augen im Kopf haben. Ja, wir haben jetzt Stehtribüne da, gell? Wo? Da, Friedhofstribüne, Stehtribüne. Glück ist mit nicht übrigens. Schalalala, it's my favorite football team. Scores, go! Was ist deine Prediction überhaupt heute? 2-0 Sportclub? Ich sag 3-0 Sportclub. Ja, 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 nee, kann schöner sein auf Erden als ein Sportclub-Fan zu werden. Ganz ohne Sportclub kann man nicht durchs Leben gehen. Niemals! Ich glaube, 2 Minuten. Ah! Ich habe die Hand gespielt. Yeah!
so nervös. Komm an Sport, go! 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 Jawohl! Das spielerische jetzt, klar, nicht das Highlight, wir sind in der Ostliga, aber der Sportclub hat, sag ich mal, die besseren Spielanteile bisher gehabt. Das war auch schnell, das sieht man. Wahnsinn. Ja. Komm jetzt! Das wäre super gewesen, wenn wir gestartet wären. Wir sind Anne-Marie, saufen, saufen, saufen wir nicht. Bei den meisten bestätigt. Hört's auf! Philipp! Komm, mach was! Hast das 2-0 nicht drauf gehabt? Ah, komm! Halbzeit, 1-0 für den Sportclub. Die Spieler kommen wieder. Beste Spieler vom Sportclub heute noch auf der Bank. Lukas Pfaffel, Fußballgott. Du sagst was? Dann muss ich mal FIFA spielen sehen, oder? Noch ärger. Wirklich. Wenigstens für den Black and white, so deep. Oh, Ja, die Sportclub-Aktion noch. Sport, go! Wiener Sport, go! Da-da-da! WC, 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 WC!
Wende für den Nachwuchs! Die Wende für den Nachwuchs! Hin, hin, hin! Ja. Ja, keine Kipplosen. Gar nichts. Ja, ja. Ja. Give us the goal! 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 Ich bin genau auf der Stiege gestanden oben. Dann ist sie super im Sportclub. Sag, er wechselt den Pfaffel ein endlich. Der jetzt macht. Was macht er draus? Ja, nochmal! Okay. 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 Okay.
please don't take my sport club away. You are my sport club, my only sport club. You make me happy when skies are gray. You never notice how much I love you. So please don't take my sport club away. Hey, Maluki! Come, come, come! Ah! Halbzeitanalyse, doch nicht, was? Ja, aber nicht geschafft, war nicht in der Kurve. Friedhofstribüne, hat so taugt. Die urgeile Stimmung, hätte ich nicht geglaubt. Nein, verstehst du? Du kommst daher aus Grün, aus Violetta, es ist scheißegal einfach, weißt du? Keiner ist nach Hause, weißt du? Das wäre urwurscht. Und das ist das Wichtige, es geht ums Spiel im Endeffekt. Also die Stimmung war wirklich geil. Hat er taugt, ja? Dritte Liga Österreich, hättest du das geglaubt? Einer stimmt an, alle machen mit jedes Mal. Es gibt nicht einmal einen Kappel da oder sonst irgendwas, ne? Na gar nicht. Jeder macht halt, wie er glaubt, ne? Urgut. Ein Samba mit mir. Ein Samba mit mir. War echt geil, ja. Also, wir hoffen, euch hat es auch beim Sportclub gefallen. Und kommt mal her, wirklich. Schaut euch den Sportclub an. Könnt ihr den Sportclub Echt familiär, herzlich da.
Nur gemütliche Leute eigentlich, oder? Hast du irgendeinen Stress mitgekriegt oder irgendwas? Gar nicht, sogar der Schiri ist nicht einmal ausgepfiffen, obwohl er nur plötzlich, naja, nur plötzlich nicht, er hat zwei, drei Fehlentscheidungen gehabt, aber ihm ist wurscht, das ist recht. Sie bejubeln sogar, wenn er geht, ne? Also ja, der Schiri geht und sie klatschen für ihn. Also Fairplay-Gedanke wird da... Aber nicht einmal ist wirklich klatschen. Ja, ja, Fairplay-Gedanke wird da ganz hoch gehen. Wohl auch, also Sportclub, Herrn Als, einen Besuch wert, ne? Also ich war selber auch zum ersten Mal da auf der Friedhofstribüne. Ja, vor allem bei dem Fansektor, das ist halt doch was anderes. Ja, überall anders, wo du hingehst, wo man weiß, du bist von einem anderen Club, ist das mal einfach. Ja, du musst immer spielen, weißt du. Ja, aber echt cool, echt cool. Hoffentlich hat es euch taugt. Hast du noch was für die Kern, oder? Ich muss überlegen. Ja, lass mich mal ein bisschen überlegen. Hast du überlegt? Was? Ja, ich bin noch dabei. Alles gut. Okay. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf jeden Fall. Und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.